dass ich ein durchaus toleranter Mensch bin. Ja, wie man es nimmt, Franz, wie man es nimmt. Ja, also gut, natürlicherweise, jede Toleranz hat ihre Grenzen. Und die Grenze meiner Toleranz, die ist eben hier, vor meinem Arbeitszimmer. Das ist mein letztes Refugium, mein Buen Retiro. Das verteidige ich natürlicherweise mit Zähnen und Klauen. Also wirklich so große Worte für so eine Lappalie. Das darf doch nicht dein Ernst sein. Eine Nacht. Eine Nacht. Na und eine Nacht? Du sagst das so, als ob eine Nacht nichts wäre. In einer Nacht sind ganze Reiche zusammengebrochen. Ganze Städte sind ausradiert worden. Außerdem, Moment, eine Nacht? Bei einer Nacht fällt mir was anderes ein. Ja, was denn? Das ist vielleicht ja schon ein bisschen her, aber immerhin. Nicht wahr? Das war doch eine Nacht, in der du unser Wohnzimmer mit der halben Universität zu einem Matratzenlager hergerichtet hast. Ach Gott, du alter Übertreiber. Also jetzt hör mal zu. No. Ein siebenjähriger Bub will eine Nacht, soll eine Nacht, in deinem Arbeitszimmer am Boden, weil du hast ja kein Sofa, schlafen, damit er in meiner Nähe ist, weil er ein bisschen nervös ist. Aha. Wahrscheinlich verhaltensgestört. Da. Überhaupt nicht. Ich habe ihn ja gesehen. So. Ja, ich habe ihn kennengelernt. Das ist ein ganz liebes und ein bisschen schüchternes Kind. Weißt du, wenn ich gewusst hätte, dass wir jemanden da bekommen zum Schlafen, dann hätte ich ganz bestimmt nicht in meiner Mansarde diese Fensterrahmen streichen lassen. Da oben stinkt's natürlich. Alle Fenster sind aufgerissen. Es ist saukalt. Das Kind würde sich ja nur erkälten. Außerdem ich auch, denn ich würde ihn ja nicht allein dort oben liegen lassen. Also es will mir ganz einfach nicht in den Kopf, dass es unmöglich sein soll, dass der Tommy in seiner relativ großen Wohnung nicht zwei Kinder unterbringen kann. Ich werde einen Grund erklären. Die Schwester von dem Buben, die ist also nur ein bisschen problematisch und die muss unbedingt allein in einem Kabinett schlafen. Aha, also auch verhaltensgestört. Nein, es ist ein sehr temperamentvolles Kind und deshalb ist es besser, sie schläft allein. Und anderer Platz ist einfach da unten nicht vorhanden, zwei große Räume. Du, die sind vollgestopft mit Kisten und Kartons und Koffern von der Silvia. Geh hinunter, schau dir das an, du. Ja, die ja, Wohnung ja. Platzt aus allen Nähten. Ja, 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 der arme Tommy, dieses Desaster, also wenn ich da bloß trinke, steigt mir die Galle hoch. Es ist doch wirklich unglaublich. Da kommt so eine überwurzelte... Was ist denn? Also eine schon etwas überreife Dame, die im Übrigen noch gar nicht geschieden ist, mit zwei Kindern hierher und mit dem ganzen Ramsch in die Wohnung vom Tommy. Sie kommt ja nicht unaufgefordert. Nein. Ja, mein Lieber, der Tommy hat sie flehentlich gebeten, bei ihm einzuziehen. Sag mal, Hilla, glaubst du, ja. Hat sie Schulden? Ja, also jedenfalls, Beruf scheint sie ja keinen zu haben. Weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, wir sprechen über eine Frau, die wir kaum kennen. Na, du kennst sie kaum. Aber weißt du, ich habe da ein unfehlbares Gefühl dafür, für solche dubiose Typen. Ohoho. Warum sagst du so? Du hast ein Gefühl. Ja, ich weiß schon. Na gut, bitte, schön, gut. Ja, ich gebe zu, mit dem Bärtel, da habe ich mich geirrt, nicht wahr? Aber ich meine, bitte, irren ist menschlich, ne? Der wäre für den ersten Stein, der sich noch nie geirrt hat, nicht wahr? Aber diese Frau, das ist doch was ganz anderes, die ist doch so raffiniert, die nützt die Unerfahrenheit dieses Buben aus. Also dieser Bub. Unser Tommy, so unerfahren ist er ja nicht. Naja, also jedenfalls, also dieser Person ist er nicht gewachsen. Du, ich möchte wetten, der hat auch erst heute in der Früh erfahren, dass sie zwei Kinder hat. Na, das weiß ich nicht. Ich weiß nur eines. Franz, wir müssen unbedingt alles tun, dass der Tommy das Gefühl hat, er kann uns blind vertrauen. Wenn wir nämlich da einen Fehler machen. Bitte, was für einen Fehler? Na, dass wir also diese Liebe zwischen der Silvia und dem Tommy nicht respektieren. Du, außerdem, was hast du mir denn vorige Woche gesagt? Kannst du dich noch erinnern? Ja, lächeln. Immer nur lächeln. Ja, lächeln. Ja. Also, komm, lächeln. Ja, aber weißt du, glaubst du, wäre es nicht doch vernünftiger? Ich würde mit dem Buben so reden wie Mann zu Mann. Ich würde ihm die Augen öffnen. Na, ganz bestimmt nicht.
Der Tommy würde nur sauer werden, du. Der ist in einem Ausnahmezustand, wirklich wahr. Er ist blind vor Liebe. Und wer nicht für ihn und für seine Silvia ist, der ist gegen ihn. Na ja. Also, wie lautet der Tagesbefehl? Na, das kann ich dir sagen. Ja? Lächeln. Immer nur lächeln. Ist dieses Lächeln lächerlich genug? Ach, Franz, ich bitte dich, hör auf. Also gut, also werde ich ein bisschen anders lächeln. Na, was ist denn das, oder? Moment, Moment, was? Oh, ha? War das nicht die Tür von der Wohnung von Tommy? Du, vielleicht sind die schon zerstritten. Nein, mein Schatz, die Freude muss ich dir nehmen. Ja? Na, was soll das dann gewesen sein? Es war ganz bestimmt nicht die Türe von Tommy, weil der ist nämlich unter uns und die kann man gar nicht hören. Es war die Türe von der Birgit. Aha. Ja, oder vielleicht von, ja, natürlich von der Frau Neuberger. Ja, das gibt mir gar nichts. Ja. Eddie-Lein, bitte, du musst noch ein paar Torten aufschneiden. Bis auf ein verdrickertes Stickel Schokoladetorten und drei Stickel von dem Monstrol sind wir eigentlich total ausverkauft. Ich habe nichts zum Aufschneiden. Ich habe gestern weniger gebacken. So. Und warum, wenn ich fragen darf? Ja, weil eh nichts mehr einen Sinn hat. Wir gehen eh zugrund. Oh. So. Und was war vor einer Viertelstunde, wo das Geschäft voll war mit Kundschaft und was uns total ausverkauft haben. Bitte, das war ein Zufall, dass junge Leute einen Ausflug machen und dann essen kommen, nicht? Jede Laufkundschaft ist Zufall. Na, und Stammkunden haben wir eben zu wenige. Ja, so habe ich mir's vorgestellt. Da hat der Frantischek hat eine Woche lang in dich hineingeredet und hat gesagt, du darfst nicht aufgeben und hat gesagt, du darfst nicht das Gewehr ins Getreide werfen. Und was ist? Da, was drei Torten packst du, statt siebene oder achte, an einem Samstag. Ich werde schon da mit dem Franz reden, ich bitte dich. Aber ich muss dir sagen, es ist wirklich alles sinnlos. Gegen einen Giganten kommen wir nicht auf. Schau, zum Beispiel gestern Nachmittag und heute Vormittag haben die von der Tosca schon Gutscheine für Kaffee und Torten verteilt zu ihrer Eröffnung. Und bis dahin willst du nichts backen, was? Da soll die Kundschaft soll Daumen lutschen, bis das die Tosca aufsperrt, ja, was? Und so spricht der Mann, der gestern noch gesprochen hat, vom Kampf bis aufs letzte Tortenmesser. Ach. Da habe ich mich eben überschätzt. Ich war größenwahnsinnig, nicht? Ja, ich werde mich jetzt umziehen gehen und ja. Dann zum Franz. Ich werde ihm meinen Rücktritt anbieten. Ja, Rücktritt wie ein Minister, was? Und was sag ich der Kundschaft? Du sagst einfach, wir haben Inventur, oder was weiß ich, ist ja eh wurscht, bitte. Ach, so. Was ist so ein Mannsbild überhaupt gut? Ich weiß es, seit genau einer Viertelstunde. Ja, da habe ich nämlich meinen lieben Mann hinausgeworfen. Ja, ich habe ein bisschen temperamentvoll die Tür hinter ihm zugemacht und hoffentlich für immer. Birgit, aber das darf doch nicht wahr sein. Ihr habt euch doch so gern. Das ist schon eine ganze Weile her. Die ersten Entwicklungssprünge vom Stefan habe ich ja noch ganz originell gefunden. Aber in letzter Zeit, da hat er so merkwürdige Anwandlungen. Wenn er überhaupt das Wort an uns richtet, ist es meist nur vorwurfsvoll. Denn laut streiten, das tut er ja nicht. Er klagt nur über die Schlechtigkeit der Welt und was für ein Unglück es ist, dass er ausgerechnet hier in diesem furchtbaren Österreich leben muss. Und dann ersäuft er seinen Kummer über sein unvollkommenes Dasein in Wein. Ja, Frauti, um sich schließlich leise weinend vor uns auf den Zimmerteppich sinken zu lassen. Na, wirklich nicht der richtige Anblick für unsere Kinder. Zum Glück sind sie heute bei der Mama. Na ja. Vielleicht haben sie es ja wirklich nicht mit den Spinnerten, Stefan. Aber was weiß man? Ein Mensch kann sich ja auch noch ändern. Ja, ich glaube nicht wirklich. Ja, manchmal, wenn sie verliebt sind. Aber wenn das vorbei ist, da werden sie wieder ganz die anderen. Und manchmal sogar noch viel ärger als vorher. Na ja, da ist vielleicht was Wahres dran. Da habe ich also keine Chancen, dass mein Eduard in seinem Leben noch einmal ein Held wird.
Aber Frau Otti, das sind doch die wenigsten Menschen. Ihr Mann ist dafür lieb und zuverlässig. Das habe ich vom Stefan noch nie behaupten können. Aber ihr habt euch doch so lieb gehabt. Bitte, bitte sprechen wir nicht von Liebe. Heute bezweifle ich, dass es die gibt. Stoßen wir lieber auf meine neue Freiheit an. Ja, Frau Otti, das ist mir heute ein Flascherl Sekt wert. Der Flascherl Sekt? Ja. Na ja, aber ich halt schon, vielleicht hat der Eddie irgendwo noch eins versteckt. Einen schönen guten Abend. Hallo, Frau Birgit. Na, so nachdenklich und ganz allein heute? Ja, aber nicht mehr lange. Die Frau Otti holt gerade ein Flascherl Sekt. Nur wenn Sie Lust haben, können Sie gerne ein Glaserl mittrinken. Na ja, wissen Sie, ich habe eine ziemlich starke Erkältung, wenn Sie das nicht stört. Überhaupt nicht. Na, danke. Darf ich Sie fragen, was wird denn gefeiert? Geburtstag? Was viel, viel Besseres. Hm? Meine Freiheit. Hilla, ja. Hast du vielleicht eine Ahnung, wann der kleine Verhaltensgestörte uns die Ehre erweisen wird? Das Kind wird uns die Ehre erweisen, nehme ich an. So, ja, gegen Abend zur Schlafenszeit. Aha. Das war sehr unpräzis, aber bitte. Ja, ich gehe jetzt einmal geschwind noch einen Moment und genieße noch mein Arbeitszimmer. Weißt du, ich habe mir auch schon ein paar Sachen aufgeschrieben, wegen der Konditorei, nicht wahr? Wie man gegen diesen Giganten, gegen die Tosca ankämpfen könnte, nicht wahr? Ich habe mir gedacht, was wär's mit Dotterbusserln? Ich glaube, Dotterbusserln. Mit was bitte? Na, Dotterbusserln, das ist so eine Mesche aus meiner Kindheit, kann ich mich erinnern, das hat uns immer sehr gut geschmeckt. Naja, es ich muss bitte, ich zerbrich da nicht so den Kopf. Ich meine, der Jannik und die Otti, die werden sich ja auch was überlegen. Schau mal, schließlich, die haben ja doch eigentlich am meisten Interesse dran. Die sind doch am meisten betroffen. Ei, der Kleine geht schon noch bei helllichtem Tag schlafen. Er ist ja noch ein Kind. Du, geh, bitte, vielleicht kannst du ihn ein bisschen noch aufhalten. So eine Galgenfrist für mich, weißt du. Ich möchte noch einmal in Ruhe die schöne Luft da drinnen genießen und dann sperre ich auch alles ab, damit man... Ja, ich werde mich bemühen, Franz. Einen schönen guten Nachmittag. Da freue ich mich aber, Christika. Na, das ist aber lieb. Es ist eine Weile her, dass ich so freundlich begrüßt worden bin. Ich freue mich immer, wenn Sie kommen. Und heute sogar mit Grund. No. Ich habe nämlich gute Nachrichten. Ja. Zwar, ich glaube, ich habe eine ganz gute Idee, wie man so die schwersten Tiefschläge der Tosca abwehren könnte. Interessant. Vor allem wird das meinen Franz interessieren. Kommen Sie mit rein. Danke. Wissen Sie, der hat sich schon die ganze Woche den Kopf zerbrochen, der Arme. Und ich muss gestehen, uns beiden ist überhaupt nichts Gescheites eingefallen. Was ist mit dem Herrn Chef-Patisseur? Ich meine, sind dem irgendwelche neuen kulinarischen Kreationen eingefallen? Den können Sie vergessen, der fällt aus wegen Nebel. Der hat den Schock noch immer nicht überwunden. Oh, das ist schlecht, das ist schlecht. Weil wenn der nicht mitmacht, dann gehe ich mit meinem Plan baden und bin auch noch dazu vor den Kollegen blamiert. Naja, nein. Besprechen Sie das mit meinem Mann. Warten Sie mal. Franz? Du Franz, wir haben Besuch. Ich hab dich doch gebeten. Ja, entschuldige bitte. Oh, na, das ist ja natürlicherweise ganz etwas anderes. Ja, mein lieber Heinz. Na, das ist aber wirklich eine freudige Überraschung. Was dürfen wir Ihnen denn anbieten? Ja, Kaffee und Kuchen hätte ich. Das ist ja eine Begrüßung wie zu Weihnachten. Ich meine, wenn ich denke, dass ich vorige Woche hier fast verhungert und verdurstet wäre. Ja, mein Lieber, die Ereignisse haben uns überrollt. Aber bitte, so, und damit ich mir die Jausen auch redlich verdiene, da ist die versprochene gute Nachricht. Ja. Und zwar, Sie haben ab 1. November einmal in der Woche die Buchhändler. Gelegentlich werden auch junge Autoren darunter sein, die werden dann vielleicht weniger Trinkgeld geben, aber dafür hagelt's dann geistreiche Sentenzen. Lieber Hein, haben Sie ein bisschen Nachsicht. Ich meine, ich bin ja schon in hohem Alter. Könnten Sie das Ganze auch so erklären, dass ich es verstehe? Ach so, entschuldigen, natürlich ja. Kann. Also folgendes. Einfach. Es gibt unter den Wiener Buchhändlern gibt es einen Club der Bukinist. Nennen sich die. Und diesem Club habe ich die Ehre anzugehören. Aha. Wir sind in etwa 30 Leute, Kollegen, und wir treffen uns einmal in der Woche und tauschen Erfahrungen aus und so weiter. Und da habe ich also beim letzten Treffen vorgeschlagen, ab November
Ihre Konditorei als neuen Tagungsort zu wählen. Ja, das ist eine reizende Idee und vor allem sehr lieb von Ihnen. Aber wissen Sie, unser kleines Lokal als Tagungsort... Aber warum? Das macht das bitte überhaupt keine Rolle. Also, aber immer Buchhändler sind ganz normale Menschen. Sie kaufen einfach, ich weiß nicht, ein paar Sesseln dazu. Vielleicht kann man den Herrn Hofzuckerbäcker doch bewegen, sich irgendwelche Kleinigkeiten zu überlegen und die Sache ist geritzt. Naja, na kommen Sie, Heinz, das müssen wir mal in aller Ruhe durchbesprechen. Also, ich gehe und hol den Kaffee. Ja, ich gehe in die Küche. Naja, also das mit den Sesseln, das ist ja keine solche Affäre, aber der Raum, der ist doch nicht groß genug. Naja, so ist gut. Also wirklich, ich kann das immer noch nicht glauben, dass sie sich getrennt haben. Also wirklich, ich verstehe den Stefan überhaupt nicht. Wenn man eine Frau hat wie Sie. So reden alle Männer, die was nicht verheiratet sind. Wir haben uns halt auseinandergelebt, der Stefan und ich. Leider. Tja, wir haben sich nicht auseinandergelebt. Wir picken den ganzen Tag zusammen und streiten trotzdem. Also bei allem Respekt, aber ich kann Ihre Ehemänner nicht verstehen. Zwei hübsche, vitale Frauen, auf Händen müsste man sie tragen. Na, schauen Sie mich an. Mir ist es bis heute nicht gelungen, eine Partnerin Ihres Formats zu finden. Oh, hoppala, da schaue ich aber, ein Sektgelage im Gange. Hallihallo. Komm, Tommy, kriegst auch ein Glas, wenn es dich zu uns setzt, ne? Ja, gern, setz dich zu euch. Aber, ja, komm, ich aber bitte trinken tue ich nichts. Die Silvia, die mag das nicht. Wenn die Alkohol riecht, dann wird ihr gleich schlechter. Ja. Und wir trinken nur mehr kalte. Ja. Das ist viel gesünder. Nein, danke, bitte. Aber einen Mondstrudel könntest du mir einpacken. Deswegen bin ich ja gekommen. Gut. Ja, weil eigentlich wollte die Manzi selber einen packen, aber wir haben so viel zu tun in unserer Wohnung, weißt, geht sie nichts aus. Ja, ich sehe dich immer nur Möbel schleppen. Bist du denn immer noch nicht fertig? Ja, das Kreuz ist fertig, sonst ist nichts fertig. Nein, es ist ziemlich schwer. Zwei Einrichtungen auf eine Wohnung zusammenstoppeln ist sehr schwer. Ja. Und die Silvia hat ja ganz prachtvolle Möbel, wisst ihr? Nur leider passen sie halt nicht zusammen mit denen, die seinerzeit die Eltern gekauft haben. Du willst sie aber doch um Gottes Willen nicht weggeben. Aber nein, Niveau, traue ich mich auch gar nicht. Außerdem sind sie ja noch ganz gut beieinander. Und ja. Ja, aber das ist doch alles ganz einfach, Tommy. Schau, in das eine Zimmer stellst du die Prachtstücke deiner Braut und im anderen Zimmer rückst die Möbel halt ein bisschen zusammen. Hm? Also du, Tommy, ich kenne ja deine Wohnung sehr gut. Wenn du mich fragst, ich würde überhaupt nichts verändern. Das ganze Leben ist doch Veränderung. Auch unser Geschmack verändert sich. Schau, Heinz, die Silvia sagt zum Beispiel, die Möbel von den Eltern, die hätten ihr vor 15 Jahren circa sicher noch gefallen. Mhm. Aber jetzt will sie in absoluter Harmonie leben. Naja. Was ja auch verständlich ist, ja, nicht? Ja, schon. In absoluter Harmonie, ja. Und deswegen passen die Möbel auch da nicht zusammen. Du Glücklicher. Wenn der Stefan auch so für Harmonie wäre, dann hätte er längst gemerkt, dass bei uns überhaupt nichts mehr stimmt und ich hätte ihn heute nicht hinausschmeißen müssen. Was hast du? Ja, ich habe den Stefan vor die Tür gesetzt. Aber bitte, ich möchte heute nicht mehr darüber reden. Weißt du, Tommy, bei Möbeln, da war ich ja tolerant. Aber wenn es um meine Kinder geht, da kenne ich nichts. Kinder brauchen einen Vater, der wenigstens hin und wieder für sie da ist. Na, da habe ich doch recht, Herr Hellmann, oder? Tja, also ehrlich gesagt, ich habe keine Erfahrung. Leider bin ich noch nicht Vater. Aber ich glaube, im Prinzip haben Sie sicher recht. Ja, nicht nur im Prinzip, du hast absolut recht. Die Silvia sagt genau dasselbe. Ihre Kinder gehen ja über alles. Mhm. Was, deine Braut hat Kinder? Da wirst du über Nacht Vater? Ja, aber leider nicht der Leibliche. Du mit dem Mondstrudel, das schreibst du auf, gell? Ei, das ist alles. Fest. Ja. Das ist ein bisschen wenig für 5 Personen zum Frühstück. Wisst ihr, ich möchte nämlich die 3 Kinder von der Silvia verwöhnen. Mhm. 2 Mädel und ein Bub sind's. 18, 9 und 7 Jahre alt. Schön und intelligent wie ihre Mutter. Ist eigentlich nur schade, dass sie nur übers Wochenende bleiben können. Was denn? Die Braut hat 3 Kinder. Na, da bin ich sprachlos. Oh. Ja, wieso denn, Frau Otti? Nein, Sie, 18, 9 und 7? Na, wenn die 18-Jährige ein Kind bekommt, dann ist ja der Tommy Großvater. Naja, also, mein lieber Edi, ich muss sagen, du enttäuscht mich schon ein bisschen. Ich hab geglaubt, du wirst wenigstens ein bisschen begeistert sein. Sag mal, überleg dir doch einmal. Der Heinz hat es geschafft. Stammplätze, also feste Tische, Stammplätze für 30 Personen zu arrangieren, zu ermitteln
Und noch dazu wöchentlich einmal, jede Woche. Wobei 30, das also ist 30 ist das Minimum. Minimum. Ja. Gut. Das können auch mehr werden natürlich. Man Na, muss bitte. Halt, sie müssen sich dort wohlfühlen und man muss sie verwöhnen. Wie verwöhnen? Nein, also unbesorgt. Ich meine, Sie müssen keine Geishas einfliegen lassen, ja. Herr Janik. Nein, aber vielleicht lassen Sie sich was einfallen. Ein paar Schmankerl, irgend so was Bämmisches. Das ist ja. doch jetzt. Na, zum Beispiel, die Otti, die muss doch auch mitgebracht haben, irgendwelche Originalrezepte. Ich glaube nicht, dass die Otti irgendein Rezept hat. Aber Edi, du wirst doch ein paar Ideen haben, mein Gott. Leider nicht. Das ist kein Zuckerbäcker, das ist ein Brieflos. Ja, also wenn man gegen einen solchen Konzern ankämpfen will, muss man Maßnahmen setzen. Da muss einem irgendetwas Kreatives einfallen, damit man weitermachen kann. Also ich möchte am liebsten aufhören, in Pension gehen, vielleicht mit einem kleinen Nebenjob. Ja. Ja, das verstehe ich gut. Heinz, das verstehen Sie? Also ich verstehe das nicht, Edi, vor noch zwei Tagen warst du so positiv eingestellt. Da hat mich die Otti hier aufgestachelt. Ne? Na, er ist halt kein Kämpfer, der schöne Edi, nicht? Ich meine, ist das so schlimm? Eben, ist das so schlimm? Also wenn du jetzt resignierst, dann ist es eine Katastrophe. Ohne einen erstklassigen Konditor können wir gleich zusperren. Ja, ich habe das schon vorige Woche gemerkt, Herr Sektionschef. Also der Zustand vom Herrn Chefpartisseur war schon sehr beunruhigend. Der Mann ist am Ende, nicht frühzeitig gealtert. Ein Wrack. Bitte so was gibt's. Sei's doch nicht so brutal. Ich bin überhaupt nicht brutal. Ich nenne die Dinge beim Namen, nicht? Das Leben ist noch viel brutaler. Also ich bin nicht früh gealtert. Bitte, jetzt klammern Sie sich doch nicht an das Wort. Also, aber Verbrauch, sowas gibt es ja, nicht? Und ich habe schon vorige Woche, kam mir Ihr Zustand, wenn ich so sagen darf, kam mir beängstigend vor. Und da habe ich beschlossen, als Freundschaft zur Familie Lafitte, nicht? Ich werde mich so ein bisschen einmal auf die Socken machen. Und siehe da, was treffe ich? Einen Konditor. Einen Konditor, also ich sage Ihnen, Sachen macht der fulminant. Wen haben Sie getroffen? Na, getroffen, gefunden. Nicht einen gesucht und gefunden, einen König des Schneebesens. Und nur, weil Sie abgesagt haben. Nicht, also ich hätte mich ja nie auf die Suche gemacht, wenn Sie nicht aufgegeben hätten. Wer sagt das, bitte? Aber Sie selbst, vor zwei Minuten. Und der Neue ist, also der Mann ist ein innovativ, kreativ, wesentlich jünger, nicht? Sehr agil und hat haufenweise Rezepte von solchen Schmankerl. Die können nicht besser sein als die meinen, etwa aus dem Kochbuch von der Otti, ihrer Oma. Na, die Rezepte sind vielleicht nicht besser, aber ich meine, die Art, wie es macht, also was er daraus macht. Ich muss sagen, es ist toll. Und dann kommt noch dazu, dieser Mann brennt vor Ehrgeiz, nicht? Das ist ja auch wichtig. Ich habe verstanden. Mich will man also loswerden. Nein, Edi. Um Gottes Willen, du hast das missverstanden. Lass nur, Hilla. Ich habe verstanden. Heinz, Franz, bitte sagt ihm doch, dass ihr unbedingt wollt, dass er bleibt. Na, unbedingt. Unbedingt ist natürlich nichts auf der Welt. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, er kann gehen. Danke. Danke. Edi, danke. Um Gottes Willen, das ist dieses Missverständnis. Edi, bitte! Also, toll, wie Sie gleich verstanden haben, worauf ich hinaus wollte und der fabelhaft mitgespielt haben, herrlich. Naja, Sie haben also offenbar, außer einem Stammtisch, haben Sie auch noch einen erstklassigen Konditor im Petto. Oh, gar keine Spur. Warum auch? Der Janik ist ja der Beste weit und breit. Ja, schon. Ich habe halt ein bisschen länger gebraucht, um das überhaupt zu... Also kurz gesagt, ich habe im ersten Moment nicht gleich verstanden, dass Sie den armen Kerl gar so scharf angegriffen haben. Das ist doch nur ein psychologischer Trick. Schauen Sie, Sie haben die ganze Woche vergebens bemüht, diesen Angsthasen zu motivieren. Sie haben versucht, seinen Kampfgeist anzusporen. Kampfgeist? Hat er ja keinen. Na, eben nicht, aber ehrgeizig ist er und eitel, wie alle Männer. Und Sie werden sehen, der Trick hat gewirkt, wenn Sie morgen mit ihm reden. Alles Palette, er wird sich in Zukunft für die Konditorei zerfransen. Ja, natürlich. Mein Gott, dieser sitzt vorm leeren Teller, Kinder. Ess doch ein bisschen einen Kuhglub. Darf ich das mit den Händen schnell so geben? Ja, danke. Heinz, ich muss Ihnen etwas sagen. Na? Wissen Sie, dass der Edi wirklich und wahrhaftig geweint hat? Na, umso besser. Dann wird er morgen lachen. Und weil morgen wird alles, ich habe es gerade Ihrem lieben Herrn Gemahl gesagt, morgen wird alles das Beste sein und er wird Sie bitten.
bitten, bleiben zu dürfen. Ja. Im Gegensatz zu mir, der ich bitte, mich empfehlen zu dürfen. Also, warum denn so einschalten? Ja, verzeihen, vielleicht das nächste Mal werde ich dafür zwei Stück essen. Aha. Es ist nämlich so, wir sind von voriger Woche, wissen Sie, diese bedeutenden Worte der neuen Liebe Ihres Enkels sind mir so im Ohr hängen geblieben. Was für bedeutende Worte? Naja, sie hat so was gesagt, so in der Richtung, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ja. Das habe ich mir zu Herzen genommen und habe mir daher für heute eine Zweisamkeit vorgenommen. Aha, mit der Eva, ne? Ja. Sie wer denn? Heißt auch Eva. Ich wünsche noch einen schönen Samstag. Er hat gesagt auch. Die Katze lässt das Mausen nicht. Prost. Also dann Prost, Frau Otti. Prost, Frau Birgitz. Also eines muss ich ganz ehrlich sagen. Mir persönlich imponiert der Tommy. Ich meine, mit was für einem Elan der in die ungewohnte Vaterrolle geschlüpft ist. Hm? Das ist alles schön und gut, aber irgendwie geht die Rechnung nicht auf. Hm? Ich weiß nicht, der Tommy kann doch nicht von heute auf morgen auf einmal 5 Personen erhalten. Aber Frau Otti hat doch ausdrücklich gesagt, dass Sie nur übers Wochenende bleiben. Hm? Morgen sind Sie schon wieder längst über alle Berge. Hm? Die kommen wieder zurück von den Bergen. Ah, ich hab das so im Gespür. Irgendwie wird das nicht sehr gut gehen. Ich spüre das, genauso wie die Geschichte mit dem Frantischek und mit dem Eduard vielleicht schief gehen könnte. Sie sind doch nicht etwa abergläubisch, Frau Otti. Das ist keine Spur. Aber seit einer Woche ist mir keine Passions mehr aufgegangen und das hat noch nie was Gutes bedeutet. Also darf ich den Damen einen Vorschlag machen? Ich habe den Eindruck, sie sind beide heute ein bisschen, wie soll ich sagen, gestresst. Da hilft nur eines dagegen, Tapetenwechsel. Also mein stammheuriger Nussdorf, der wird sich sicher unheimlich freuen, wenn ich mit zwei so charmanten Damen komme. Nur eine genickt. Ich habe nämlich leider ein Rendezvous mit meinem Gatten. Na, das wird amüsant. Na, das tut mir aber sehr leid. Und Sie, Frau Birgit, kriege ich von Ihnen auch einen Korb? Wenn Sie mit mir allein vorlieb nehmen, warum nicht? Aber sehr gerne. Dann würde ich aber für einen baldigen Aufbruch plädieren. Ja, ich hol mir nur schnell meine Jacke. Ja? Wirklich eine ganz reizende Person. Ja, und immer noch verheiratet. Und wie ich das so im Gespür habe, ja, da ist die Geschichte mit dem Stefan noch lang nicht vorbei. So. Oh, sag mal, seit wann läutest du das der Schlüssel? Naja, weil ich mit dir alleine reden wollte, weißt du? Ach so, und was hättest du jetzt getan, wenn der Großvater geöffnet hätte? Naja, dann hätte ich irgendetwas erfunden und wäre wieder gegangen. Aha, na also, was wünschst du von mir? Könnte man nicht in die Küche gehen, da kann jeden Moment der Opa rauskommen. Gut, gemein, die Küche, obwohl in die Küche kann er auch kommen, natürlich. Ja. Also, bitte sehr. Was gibt's denn, Tommy, ha? Schrecklich peinlich, aber... Wieso? Du musst mir aus einer momentanen Verlegenheit helfen. Aha. Kurzfristig. Brauchst Geld, wie viel? Nicht viel. Nicht viel, das ist so vage. Also, ich meine, wenn es der Opa nicht wissen soll, kann ich dir nicht mehr geben als 1000 Schilling. Warte mal, vielleicht habe ich da, naja, also ein... Nein. Ja, doch. Du, ich gebe dir noch... Ja, so. Danke schön. Das genügt schon, danke vielmals. Es ist sehr lieb, dass du mir das geworden hast. Das genügt? Ja, weißt du, ich habe in letzter Zeit ziemliche Auslagen zwar gehabt. Ich habe eine Waschmaschine da unten, die ist schon so alt von den Eltern und dann eine Zusatzheizung. Na, kennst du die Silvia, die ist so dünn, die friert die ganze Zeit und das läppert sich halt, nicht? Naja, aber ich meine, der Tausender wird dich nicht rausreißen. Okay. Doch, übers Wochenende, ja. Mhm. Und am Montag gehe ich dann zum Bo und werde einen kräftigen Vorschuss beantragen. Ah, da wird sich aber der Dr. Heidenreich freuen. Zuerst verliert er durch dich eine Klientin und dann gehst du zu ihm und verlangst einen Vorschuss. So ist richtig. Das ist ja alles halb so schlimm. Ich habe momentan das Gefühl, ich kann alle Schwierigkeiten bewältigen. Dank der Silvia. Beneide dich und gönne dir dieses Gefühl. Weißt du, ich habe gewusst, dass du mich verstehen wirst. Deswegen komme ich ja zu dir. Ich hätte nie gedacht, dass ich einen Menschen so lieb haben kann. Und ihre Kinder mag ich auch schon sehr. Und die Kleinen respektieren mich schon. Mhm. Nur bei der Katrin wird es ein bisschen länger dauern, glaube ich. Was ist denn die Katrin? Das ist ihre älteste Tochter aus der ersten Ehe. Sie ist 18. Sie ist gerade vor 2 Stunden angekommen. Ah. Na, bist du sicher, dass da nicht noch mehr Kinder ankommen? Nein. Mehr als 3 Kinder hat die Silvia nicht. So. Bisher.
Das muss ja nicht unbedingt so bleiben, nicht? Ja, aber fürs Erste doch, hoffentlich, nicht? Ja. Fürs Erste führe ich jetzt einmal mein vierblättriges Kleeblatt zum Essen heute Abend. Und dafür wird genau das reichen. Na, sehr gut, dass du davon sprichst. Dann wissen wir wenigstens, dass der Kleine also erst zur Schlafenszeit zu uns kommt. Das habe ich ja ganz vergessen. Der kommt überhaupt nicht. Nein, die Sibylle ist so glücklich, dass sie ihre Kinder beieinander hat, dass sie sich heute nicht von ihnen trennen will, weißt du? Aha. Und sag einmal, wie löst sie das Raumproblem? Genial. Wie? Sie ist wie eine Glucke mit ihnen im Schlafzimmer, wird sie übernachten. Da hat sie die Kinder bei sich und unter Kontrolle. Na ja, sag einmal, und du schläfst auf einem Möbelkofferkiste, oder? Nein, ich habe mich bei der Petra als Gast angesagt. Schwesterherz ist allerdings ein bisschen merkwürdig in letzter Zeit. Weißt du? Sie hat mich nämlich gefragt, ob ich gegen Grippe geimpft bin. Was? Ja, weil sie hat Angst, dass ihr Sprössling infiziert wird. Findest du das normal? Nein, so, also die Petra macht uns überhaupt Sorgen, aber ich meine vor allem ihr Mann, dem, naja, aber das steht auf einem anderen Blatt. Komm, mein Schatz, setz dich ein bisschen zu mir. Ja, gern. Darf ich mir noch was zum Trinken nehmen? Ja, das darfst du. Wenn du mir erzählst, wie das so ist mit dir und wie ist das mit den Kindern? Ach du, das mit den Kindern, das ist ganz einfach. Ja? Ja, die fahren morgen wieder nach Hause, beziehungsweise nach Tirol eben, zu den Großeltern. Die müssen ja in die Schule gehen. Du, Tommy, findest du das nicht seltsam, dass eine Mutter ihr jetzt 7- und 9-jährigen Kinder einfach zu den Großeltern schickt und sie dort unterbringt? Hunderte Kilometer von Wien entfernt? Also, ich weiß nicht. Naja, ich hätte mich ja vom Franz nicht scheiden lassen mit 2 Kindern, aber wenn ich es getan hätte, dann hätte ich mich von den Kindern nicht getrennt. Ja, das habe ich vorerst auch nicht verstanden, aber dann hat es mir die Silvia erklärt. No. Weißt du, sie ist so sensibel. Sie ist ja eigentlich selbst noch ein Kind und braucht so eine Art Vater und Vormund, nicht? Aha. Und da hat sie sich halt gedacht, es ist am besten, wenn die Kinder in der großelterlichen Geborgenheit in Innsbruck aufwachsen. Ich verstehe. Das ist ja wenigstens etwas. Aber sag einmal, was ist denn mit der 18-Jährigen? Mit der Katrin? Hast du da auch eine Aufgabe zu erfüllen? Nein. Die geht in Hetzendorf in die Modeschule. Die wird nächstes Jahr fertig. Und leben tut sie bei ihren, also bei den Eltern ihres Vaters. Das ist der Mann aus der ersten Ehe. Sozusagen sind das die Großeltern. Die Großeltern. Welche? Die Großeltern? Ist ja wurscht. Also, ich meine, ich sehe ein, dass deine Silvia sehr sensibel ist, natürlich. Aber man muss doch zugeben, dass sie einen Sinn fürs Praktische hat, findest du nicht? Wir waren ja auch 3 Oma. Hast du das vergessen? Und dass du immer gesagt hast, eine Großfamilie ist das Beste, was es gibt. Ja. Bei uns waren nur andere Verhältnisse. Vor allem, mein Lieber, waren wir eine wirkliche Familie. Jetzt ist es. Bin ich erschrocken. Also, Moritzschöner, was war beim Frantische? Tja, ich habe ihm in aller Ruhe erklärt, dass ich das Lokal so nicht weiterführen kann. Was heißt das? Das ist sinnlos, ist es, kleine Konditorei gegen einen Giganten zu kämpfen, ohne dass man entscheidende Maßnahmen trifft. So schön hast du es ihm gesagt. Ich habe ihm erklärt, dass ich nur unter einer Bedingung bereit bin, weiterzumachen. Nur unter einer? Ja, unter welcher? Ja, dass ich ein eigenes, kreatives Programm erarbeiten darf. Programm? Tja. Du hast ein Programm? Ja. Also zum Beispiel etwas, dass eine Handelskette zum Beispiel eine Handelskette nicht erstellen kann. Ich habe da so an kleine Spezialitäten, Schmankeln aus deiner Heimat gedacht, nicht wahr? Die man eben nicht in Serie herstellen kann. Ich habe doch noch das alte böhmische Kochbuch. Na, da sind doch Rezepte drin, Edilein. Torfesen und Schubanki und noch so viel. Da zergeht einem ja das Wasser auf der Zunge, wenn man es nur liest. An das habe ich auch gedacht. Na, und Herr Frantischek, war er begeistert? Nein. Er wünscht keine Änderung. Und daher werde ich ihm doch kündigen. Gut, ich gehe sofort zum Frantischek. Bitte. Nein, da werde ich aber mit dem Redner. Na, dem sage ich schon, dem werde ich schon meine Meinung sagen. Ja. Was der glücklich sein muss, dass er so einen Konditor hat, wie dich das... Edilein,
Und ich hab dich so verkannt. Ich hab gedacht, dass du die Flinte ins Gewehr werfen wirst. Das werde ich auch, wenn der Franz nicht vernünftig wird und meine Vorschrift nicht ernst nimmt. Gut, dann gehe ich zur Hilla. Und du hast Vorschriften? Ja, Vorschriften, jawohl, jawohl. Wir müssen das erste Mal also Stammkunden gewinnen, verstehst du? Propaganda in Geschäfte machen, Public Relations, Printmedien, etc. Das ist eigentlich PR und dann Leute finden, vor allem die man bei uns mit Schmankerln verwöhnt. Na gut, ja, ja. Die Hilla muss mit dem Frantischek reden. Ich gehe sofort zur Hilla. Die Hilla muss dem Frantischek den Kopf auf die richtige Stelle setzen. Na, hoffentlich rast er sich. Tja, das liegt bei ihm. Ich glaube, wir können jetzt langsam wegräumen. Na, aber was heißt hier? Doch nicht du. Nein, bitte lass das macht alles ich. Du geh jetzt schon hin, leg dich ein bisschen ins Bett, ruh dich ein bisschen aus, ja? Das macht alles ich. Ich sperre um Punkt 6 Uhr zu und dann komme ich zu dir, ja? Aber schau, ich kann dich doch nicht allein schuften lassen. Okay, schuften, die paar Glaseln und die paar Teller, die was ich außerdem... Du hast einen schönen Anzug an, ja? Wenn da ein Batzen draufkommt, weil den habe ich gerade aus der Putzerei geholt. Also gut, bis später. Ciao. Was hast du gesagt? Ciao. Papa. Na, das wäre noch schöner. Jetzt will der Eduard das Geschäft in die Höhe bringen. Na, der Frantischek will es wieder herunterdrücken. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Nein, das lasse ich nicht zu. Das lasse ich mir nicht gefallen. Und wenn ich mit dem Frantischek... Na, ich werde schon eine Unterredung mit ihm haben, dann wird er sich freuen. So, jetzt rein ich geschwind zusammen. Es sind ja immer mehr. Die Ladung kann ich ja schon... Otti, bist du allein? Ja, der Eddie ist gerade hinübergegangen. Möchtest du mit ihm reden? Nein, mit dir. Ah ja, no. Was willst du? Geh bitte, lass das aufräumen jetzt. Setz dich zu mir, ja? Komm. Na, was ist? Naja, also, ich möchte wissen, ob dir der Eddie von dem Gespräch mit Franz erzählt hat. Er hat mir gesagt, dass der Frantischek ihn beleidigt hat. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich war dabei. Es muss irgendetwas... Aber ich glaube, ich sollte nicht mit dir darüber reden, weil der Eddie hat gesagt, sie haben das Kriegsbeil bis am Montag begraben. Hila, ich habe das Gefühl, der Eddie will sich aus dem Vertrag herauslesen. Warum? Ja, weil der Frantischek stur ist, weil er nicht auf die Verbesserungen eingehen will, die was ihm der Eddie vorgeschlagen hat. Ja, ich meine, was sind das für Verbesserungen? Na, der Eddie will neue Stammtische will der Eddie gründen, damit wir neue Stammkunden gewinnen können. Also Stammtische, hat er gesagt. Ja, du, das ist wirklich eine gute Idee, eine blendende Idee, ja. Vom Edi. Ja, ja. Und er hat gesagt, er möchte diese neuen Stammkunden mit den Schmankerln aus der Küche von meiner Großmutter verwöhnen. Das siehst du, also dieser Plan wird dem Franz ganz bestimmt gefallen. Nein, eben nicht, das ist es ja. Der Franz ist gegen alle Neuerungen. Nur der Edi ist ganz wutig. Ich hoffe, dass der Frantischek bis am Montag vernünftig wird, weil sonst... Aber nix weil sonst. Also wenn ich dir sage, dass der Franz ganz aufgeschlossen ist für alle Verbesserungen. Sieh mal, er will diese Konditorei doch auf jeden Fall halten. Na, glaubst mir nicht. Wenn er nur dem Eddie ein bisschen Freiheit geben könnte, wenn er ihm nur ein bisschen... kreatürlich sein lassen, Tete. Also, Otti, ich sage dir, der Franz wird alles tun, damit der Edi kreativ sein kann. Na, bei den Töten, die schauen die dort bei der Tosca. Ja, ich hab da vorhin eine ganz gute Idee gehabt. Ah ja, die Totterbusse. Ja, das war vor 70 Jahren die. Heute müsste das zumindest einen englischen Namen haben. Cake oder so. Na, Moment. Oh, über den Guido.
Guido? Ja, servus. Du, wieso bist du noch nicht da? Ah, du kommst heute später. Ja, du, aber du hast mir doch versprochen, dass die Hansi, ja, die Hansi hat mir gesagt, die hat irgendwelche sehr gute Einfälle für Sachen, die dann in anderen Konditoreien, und da könnte man auch mit der Tosca. Ah, du hast sie schon. Na, wunderbar. Also, was sind das? Knoblauchkugeln. Mhm. Brennnesselkipferl. Ja. Roggenkleiebusserln. Haferflockenbiskotten. Grünkerncremeschnitt. Ja, du. Naja, du, wenn wir das gleich in Angriff nehmen, dieses Programm von der Hansi, da braucht man gar nicht warten, bis die Tosca aufmacht. Da sind wir schon pleite, bevor die Tosca... Nein, also ich lass mich bei der Hansi sehr, sehr bedanken. Es wird dich reizen von ihr, dass sich da so den Kopf zerbrochen hat. Aber ich darf mir noch überlegen, ja? Du kommst aber heute noch. Gut, also, dann grüß die Hansi und ich freue mich schon auf dich. Servus, Guido. Naja, Grünkerncreme schnitten. Das muss ich gleich der Lila sagen, die wird auch Augen. Aha. Gar nicht da. Ja, die Küche. Du, Lila, die Hansi. Na, da ist sie auch nicht. Ja! Sag einmal, wo kommst du denn her? Ich war bei der Otti. Du warst bei der Otti? Was hast du bei der Otti gemacht? Hab mit ihr geredet. Aha. Und bei der Gelegenheit habe ich herausgefunden, dass der Edi zu allem bereit ist. Er will wieder anfangen und er ist überhaupt nicht mehr defätistisch. Da müsst ihr natürlich jetzt sehr überrascht sein. Ja. Ja, ich bin's aber nicht. Ja, ich bin doch überrascht. Ja, du, ich habe da vorhin mit Guido, aber vorher hat mich noch der Tommy angerufen. Ja? Ja, unser lieber Enkel. Du, er hat allerhand konfuses Zeug zusammengeredet, das ich nicht verstanden habe. Das Einzige, was ich begriffen habe, war, dass er mir mitgeteilt hat, wenn ich mich nicht irre, dass er bei uns heute übernachten wird. Ach so? Ja. Naja, da gibt's nur eine Erklärung. Ja. Das habe ich mir genauso gedacht. Es gibt nur eine Erklärung. Die zwei sind schon zerstritten. Das ist eine Freude für mich. Nein, die Freude muss ich da leider nehmen. Wieso? Was? Nicht die kleinste Krise? Nicht die kleinste Krise. Ich werde dir etwas sagen. Ja? Der Tommy, der wollte eigentlich bei der Petra übernachten. Wieso bei der Petra? Naja, weil... Also pass auf, geh mal da. Ja, bitte schön, geh mal rein. Ich werde dir das jetzt alles erklären. Ja, wo willst du mich haben? Bitte da, gemütlich in der Mitte. Ich will, dass du dich jetzt richtig entspannst. Na. Ganz locker. Ich bin nicht so sicher. So, damit er so ganz richtig entspannen kann. Siehst du, mein Schatz. Ja. Und jetzt werde ich dir etwas sagen. Ja. Also. Wie soll ich das sagen? Ja, die Silvia, ja? Die geliebte Silvia vom Tommy, die ist keine zweifache Mutter. Na, das ist fabelhaft. Die hat die Kinder nur adoptiert. Nein, sie ist eine Dreifache. Mhm. Und deshalb hat der Tommy natürlich überhaupt keinen Platz mehr in der Wohnung zu schlafen. Und deshalb kommt er halt hierher und wird, gebe dir ein Zuckerl, ein großes, er wird dein Arbeitszimmer nicht betreten, sondern er wird da am Sofa schlafen, weil er muss ja nicht mehr in meiner Nähe sein, er ist ja nicht mehr 7 Jahre alt. Ja, aber wenn er auf dem Sofa schlafen kann, da kann er als Artist auftreten, weil das ist ja ein Kautschuk-Mensch, kann nur auf seinem Sofa schlafen. Was? Das ist ein schwacher Trost, dass der Tommy da schlafen wird. Hm? Na, was sagst du? Ja, was soll ich sagen? Das ist die gerechte Strafe für mich. Ja, ist die gerechte Strafe. Bist du einsichtig? Weil ich dem Tommy immer Vorwürfe gemacht habe mit seinen Mädeln, nicht wahr? Soll sich doch was Seriöses finden und so weiter. Aber bitte zuletzt diese Alexandra, die hätte mir ja ganz ausgezeichnet gefallen. Die war 13, ja. Das ist 13. Ja. Die wäre wirklich also ein ausgesprochener Schlager gewesen. Aber was kommt jetzt? Ja, was kommt jetzt?
Du, ein furchtbarer Verdacht. Wird die dreifache Mutter vielleicht am Ende bald vierfache Mutter? Nein, ich glaube, das liegt am Tommy, aber ich glaube nicht, dass er diese Absicht hat. Nein, 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 also wirklich, nein, der Bub macht mir Sorgen. Es ist wichtig wäre, dass ein anderer Mann auftritt, der als Rival.